Der Torhüter fängt den Ball aus einer Seitwärtsbewegung. Er springt mit einem oder beiden Beinen ab. Der Absprung mit dem zur Bewegung entgegengesetzten Fuß ist flüssiger und zeugt von einer guten Koordination. Zudem kann der Torhüter höher springen. Der Torhüter kann so auch besser landen und ist für die nächste Aktion schneller wieder bereit. Absprung mit dem Innenfuß. Absprung mit beiden Füßen. Absprung mit dem Außenfuß. Wichtig ist, dass man mit rechts und links abspringen kann. Da wir alle ein natürliches Sprungbein haben, braucht es Zeit, viel Übung und Geduld, bis sich der Torhüter mit rechts und links wohlfühlt. Mit dieser Grundübung wird die Beidfüßigkeit geschult. Gleichzeitig lernt der Torhüter, sich mit Kreuzschritten zu verschieben und den letzten Schritt so anzupassen, dass er abspringen kann. Auf den Bildern lässt sich die Entwicklung eines jungen Torhüters verfolgen.